Hallo Monsterfans, es geht weiter bei Godzilla und zwar bei Part 7. In anderen Part gab es leider einen kleinen Fehler, der sich eingeschlichen hat. Steht Part 5, ist aber Part 6, aber könnt ihr ja in der Playlist quasi verfolgen, welcher Part das auch ist. Gut, weiter geht's, fortfahren. Wir haben heute noch ein Monster besiegt, gab es 100 Meter hoch war. Wir waren gerade mal 60 Meter. War natürlich nicht so. Ja, sag ich mal fair, würde ich sagen, aber ich habe es trotzdem noch geschafft. We have movement in the area. It's Godzilla. How did we let it reach this far inland? There are those that criticize me for doing things by the handbook, but they fail to realize why we have. Ja. Unidentified signal confirmed. It's here. Oh, in 60 Sekunden wird natürlich dann wieder ein neues Monster erwartet. Wie soll es denn das sein? Warum eigentlich jetzt? Leute, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Jetzt kann von mir aus das Vieh kommen. Och nee. Warum denn immer diese scheiß Roboterviecher? Ja, okay, der ist wenigstens nicht so groß. Auf jeden Fall nicht so groß, dass er mir hoffentlich gefährlich werden könnte. Das Vieh zerstört die Häuser, die ich zerstören will. Was soll denn der Scheiß? Boah. Oh nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Boah, da habe ich nicht aber geflaxt, war. Da habe ich aber noch Glück gehabt, würde ich mal so behaupten, mit Verlauf. Smile for the camera, Godzilla, baby. Data collection is complete. Ja, da kann ich vielleicht noch ein bisschen an Größe gewinnen. Boah, was war das? So, den habe ich besiegt. Oh, zum Glück. Und wir haben ein neues Monster kennengelernt. Sehr schön. Der Hubschrauber, der nervt. Oh no. Mal schnell an Größe hier noch gewinnen. Wer weiß, was uns noch in den anderen Leveln noch erwarten wird für Monster. Die werden ja nicht kleiner, nicht wirklich.
Auch den ersten Generator, den könnte ich eigentlich schon mitnehmen. Jetzt greifen die Flugzeuge, glaube ich, wieder an, die ich ja ganz sehr liebe hier. Von wo greift die jetzt an? So, die habe ich runtergeholt. Lasse ich mir nicht gefallen. Von wo ballern die denn? Ich sehe. Ach da, okay. Godzilla has reached Zone 9. So. Ah, so langsam habe ich das raus mit den Bewegen hier. Holen kann mit meinem Schweif. Noch nicht. War noch nicht die richtige Distanz. Jetzt aber. Der will abhauen. Das lasse ich aber nicht zu. Zusatzbonus erhalten, aber da ist noch eine Datenerfassung, die ich gerne hätte. Und noch ein paar Gebäude. Okay, es kommen natürlich wieder andere Feinde, die mich versuchen wollen aufzuhalten. Das ist sehr schön. Kann ich noch ein bisschen an Größe gewinnen.
Die habe ich runtergefegt. Sehr gut. So, den auch. Jetzt können wir uns um den Generator noch kümmern. Na, geh zurück, geh zurück. Boah. Da hat die Steuerung mal wenig reagiert. So, ja, die Area wurde zerstört. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt nochmal gucken. So, das Space Godzilla haben wir schon. Ich möchte aber gerne jetzt mal den mir angucken, wer da kommt. Wir haben Movement in the area. It's Godzilla. Godzilla. Can we even stop him? Godzilla. Ich hoffe ja mal, dass da noch ein anderes Monster kommt. Wäre eigentlich schade, wenn nicht. Boah, wer ballert denn da auf mich? Na, renn. Das ist der Zorn, der will noch ein bisschen oben bleibt. Den habe ich noch runtergefegt.
Na, wo greift der denn hin? Da ist doch nichts zu greifen. Da ist doch... Ey, hallo. Alles ein bisschen langwierig immer mit dem Zerstören und mit dem Einsammeln der Punkte. Aber irgendwie hier kommt kein Monster. Komisch eigentlich. So. We're calculating where Godzilla will most likely hit the shore. Ja, das machen wir doch. Noch. We have movement in the area. It's Godzilla. This scenario is nowhere to be found in. Super X, engage. Super X. Okay, einen von den Hubschraubern habe ich noch runtergeholt. So, Super X, das ist schön, dass die jetzt auch da ist. Ja, jetzt wäre interessant. Oh ja, doch, wird interessant. Haben aber auch Power, die Dinger. So. Boah, ja, jetzt wird's aber interessant. Na, lass mich doch mal ein bisschen weiter weg hier.
So, jetzt werde ich mich mal versuchen, um die scheiß Super X-Klamotten hier zu kümmern. Oh nein. Jetzt muss ich erstmal hier kurz weg. Ey. Ich will doch nicht nochmal die ganze Scheiße machen. Was soll das denn jetzt? Greif doch an da. So, die habe ich jetzt auch mal halbwegs erstmal eliminiert. Die nervt mich ganz schön. Schon echt eine gute Größe zugelegt, wenn ich mir überlege, das war in den anderen Let's Plays gar nicht so möglich, so schnell zu wachsen. So, euch mal hier erstmal platt, ihr nervt mich nämlich hier mit euren scheiß Stromschockern. So, den habe ich jetzt auch runtergeholt, der hat mich auch genervt. Auf 95 Meter, das ist schon nicht schlecht. Nein, du sollst doch nicht greifen. Und die Katzen machen hier wieder Theater. Das ist so ein kleiner Hubschrauber, solche Raketen hat, das ist ja schon... So, du nährst. 95 Meter. Jetzt gehen wir, glaube ich, auf die 96 mal jemand zu.
Aber man sieht schon, wir sind schon fast so groß wie der Generator. Das ist schon ziemlich krass. So, das kennen wir ja schon. Das ist ja immer quasi das Endlevel auf leicht, oder? We're calculating where Godzilla will most likely hit the shore. Und jetzt wird's wieder merkwürdigerweise schwer. We have movement in the area. It's Godzilla. Und wir sind wieder in ein Gebiet, wo wir schon mal waren. Ach so, okay. Jetzt muss ich erstmal alle Generatoren zerstören. Mir bleibt gar nicht viel Zeit, um alles kaputt zu machen. So, ein Generator, den habe ich jetzt platt gemacht. Oh wow, das ist ja meine Waffe. Nein, jetzt bin ich da aus dem Dienst wieder rausgefallen. Muss wenigstens die Generatoren vernichten. Oh, ein bisschen habe ich den abgezogen. Ja, aber nur ein bisschen. Das ist ja kein normales Flugzeug, gegen was ich hier kämpfe. Aber wieso sind die denn alle so stark? Verstehe ich nicht. Oh ja, jetzt ist ja gut. Oh, jetzt habe ich das verpatzt. Komm.
Oh, jetzt kommt auch noch ein anderes Monster. Oh, ja toll, der fehlt mir auch noch. Am besten noch ein bisschen mehr von diesen Monstern und ich... Oh ja, das ist schön. Nein, hä? Doch, eigentlich könnte ich ja das Kampfschiff auch die Arbeit machen lassen, um King Dira vernichten zu lassen, aber na, was soll das denn? Oh, jetzt greift er auch mal an. Oh, der, ja, und er greift richtig an. Nein, nicht diese Scheißstrahlen. Ich muss mal irgendwo noch mal hin mit Godzilla. Ich hoffe, ich überlebe das. Boah, ich habe das noch überlebt. Wie geil ist das denn? Nein, der ist doch nicht so greifen. Entweder so oder so jetzt. Verrick. Ja, die Mission ist gescheitert. We're calculating where Godzilla will most likely hit the shore. Gegen Super Mecha Godzilla. Okay. Wollen wir mal gucken. Die Levels sehe ich jetzt noch durch. Super Mecha commencing generator shutdown sequence. Oh, ist aber ein schlechter Scherz. Super Mecha Godzilla, engage. First squad, begin your assault. Wieso wollte ich? Jetzt muss ich echt. Noch die Generatoren erstmal hier vernichten. Bevor ich mich hier... Ja, genau den Film habe ich mir gestern angeschaut. Mit Godzilla auf Amazon Prime.
Und dann kam auch Super Mecha Godzilla drin vor. Nein, ich will das. Ich will noch wenigstens den Generator. Boah, der wird ein bisschen kompliziert werden, glaube ich. Ich glaube nicht, dass der sich so einfach besiegen lässt. Ja, vor allen Dingen, da sind ja auch noch die anderen hier, die mir das Leben schwer machen. Ja, der haut einfach ab. Monsters on Earth, wow. Nein, wieso wollen die jetzt auch noch diese Super X-Kacke hier noch? Super X2 has arrived. Ah, neue Super X auch noch. Zwei. Das ist doch nicht wahr. Boah, ja klar. Nein, bitte nicht. Boah, ja beide auf mich drauf. Ja klar doch. Boah, das wird eine komplizierte Sache wieder. Nein. Was soll denn der Scheiß? Oh, ich muss mal ganz kurz mich hier verschnaufen. Das gibt's nicht. Ja, das ist nicht schlimm, wenn der beschädigt worden ist. Da ist doch nicht zum Greifen. Super X2 is losing functionality. This is not good. Super X2 is badly damaged. Oh ja, okay, der ist schon mal schwer beschädigt, aber ich habe immer noch diesen scheiß Mecha-Godzilla vor mir. Super Mecha-Godzilla has been damaged from Godzilla's attack. Ja, nicht wirklich, ne?
Nein, ich komme da auch noch in die Nähe. Ich muss hier weg. Boah, ich habe eine neue Trophäe. 100 Meter Riese. Geil. Komm, Godzilla, lass mich jetzt hier nicht im Stich. Ich möchte gerne das noch packen. Das ist auch so scheiße, dass der fliegen kann. Nein, nein, jetzt bloß nicht überheblich werden. Ach, das war klar. Nein. Ach, das ist doch ein Witz. Nein, ich wollte eigentlich nach woanders hinrennen. Ich muss Energie sammeln, nämlich. Puh. Sonst sieht es ganz schlecht für mich aus. Boah. Weg damit. Super Mecha Godzilla ist badly damaged. The last remaining generator in the country has been destroyed. 60 years of innovation and progress obliterated in the blink of an eye. Yep. If the Earth could speak, maybe she would tell us Godzilla was here to cleanse this world. That's quite enough, operator. I wonder if Godzilla will still search out more G-energy. He looks to be heading back into the sea. He's returning to hibernation until humanity has recovered, at which time he'll no doubt rise from the depths to wreak havoc on us all again. Ja, nach dem Abspann geht's komischerweise noch weiter, aber wir konnten leider den Abspann nicht sehen, weil es eine blockierte Szene war. Naja. Godzilla's body temperature is rising fast. The only explanation is that his internal organs are experiencing mass instability due to consuming too much G-energy in a short span of time. If this continues, a G-energy explosion is inevitable. The explosion is likely to reach the upper atmosphere and cause a cataclysmic event of global proportions. The released highly concentrated G-energy will disperse over the entire planet, damaging nature and people to an immeasurable degree. We
Das ist natürlich sehr interessant. We could freeze him. Freeze him? Yes, G-Force possesses freeze missiles. Firing them all at Godzilla would freeze him and lower his body temperature momentarily. And thus largely suppressing the damage, it's our best shot. But what are the chances it'll work? It's worth a try at least. The problem is our weaponry has been largely destroyed in battle. We're unsure if we can perform at optimum levels. And then there's the question of what to do after we freeze Godzilla. Knowing our limits is half the battle. We must concentrate on stopping that explosion. We are unanimous. Take us to maximum disaster level. Die maximale Gefahrenstufe. Understood. Contacting all G-Force units as we speak, ma'am. We've used every damn trick we've got. It's out of our hands now. Fire freeze missiles at will. These should freeze Godzilla and deplete his atomic energy. Aha. Second squad, begin your assault. Ach, das ist doch ein Witz. Die sind die ganze Zeit mich am Abkühlen, deshalb. Third squad, begin your assault. We've got another one. Ich muss erstmal die hier loswerden, dann kann ich vielleicht noch. Die versuchen mich echt hier einzufrieren. Boah. We're in danger here. Ma'am, we're receiving an emergency communication. What the hell could it be? Well, what is it? We're picking up on another kaiju signal, ma'am. It's heading straight for Godzilla. What did humanity ever do to deserve this? Seventh squad, begin your assault. Jetzt kommt auch noch ein Gegner, ich werd bescheuert. No. There can't be another Godzilla. Oh, das ist der Godzilla aus dem 2014er Film. Das könnte durchaus interessant werden. Oh, oder vielleicht auch nicht.
Oh, der wollte es jetzt aber auch wissen, der Godzilla. Das wird eine ziemlich knappe Kiste, wenn ich das nicht schaffe, frieren die mich ein. Boah, der gibt mir ein. Und wie? Oh, danke schön. Muss ich irgendwie noch versuchen, die Super X irgendwie. Ich hab's geschafft. Wie geil ist das denn? Neuer Rekord, 101 Meter und 14 Zentimeter. Schön. So Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war es jetzt erstmal von Godzilla. Wir werden das nächste Mal vielleicht mal eindringen oder verteidigen mal spielen. Aber jetzt war es erstmal von Godzilla. War jetzt mal das letzte Let's Play. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Lasst mir einen Kommentar da, liked das Ganze doch, wenn ihr mögt. Und abonniert auch gerne meinen Channel. Ich würde mich freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer